Ich hole mir heute das neue mysteriöse Pokémon ab, habe hier mein Taubsi als Glücksbringer aufgeregt gemacht. Pokémon Go als E-Sport Championship 2022, das Event und ein paar weitere Sachen. Wir fangen mit der meiner Ansicht nach spannendsten Sache an, nämlich Suche nach Sarut. Ariados fangen wir hier noch und ich hole es mir ab, hoffe auf eines mit guten IV, denn das Ding ist wirklich nützlich in Pokémon Go. Überall, wo man irgendwo kämpfen kann, IV-mäßig, wenn man es zum Beispiel in der Meisterliga, da ist es relativ gut, verwenden möchte, wäre eines mit 13 Verteidigung nicht so schlecht, 14 sogar noch besser. Angriff natürlich, will ich so hoch wie möglich. KP sind mir, sag ich mal, fast egal, aber je besser, desto besser, wie einst Goethe schon sagte. Boah, ich bin wirklich ein bisschen... Ich will nur nicht 10, 10, 10. Gib mir irgendwas halbwegs Gutes. Aber eventuell, weil das dürfte jetzt das erste wirklich relevante Pokémon sein, welches man nur einmalig bekommen kann. Klar, Mew ist auch ganz nett in der Superliga und die anderen mysteriösen und Celebi und so weiter und so fort. Aber keines davon verwendet man zum Beispiel als krasser Raid-Counter oder so. Und Sarut ist wirklich ein Top-Pflanzenangreifer. Ich werde dann gleich noch was einblenden. Aber jetzt bitte ein bisschen Spannung hier, während wir uns auch noch einen Knursp abholen. Genau, also blenden wir mal ein gegen Groudon zum Beispiel. Ist es ganz vorne mit... Oh, das ist nicht Sarut. Moment, das ist Geronimatz. Da habe ich mir jetzt was anderes erwartet. Das müsste gleich kommen. Gegen Groudon, wenn man Krypto-Pokémon ausblendet... Ganz vorne mit dabei, neben Mega Bisaflor, der beste Pflanzenangreifer. Und zwar dann mit den Attacken Rankenhieb und Blattgeißel. Und wenn man es im PvP verwendet, auch Rankenhieb und Blattgeißel. Und als zweite Ladeattacke Finsteraura Typ Unlicht. So, jetzt dürfen wir uns das abholen. Aufgrund der Typ-Kombi, Unlicht und Pflanze, ist es sehr anfällig gegen Käfer. Aber in der Meisterliga verwendet niemand Käfer. Und ansonsten da, wo man es im Raid mit Pflanze benötigt, haben die Pokémon in der Regel auch eher nicht so die Käferattacken. Oh, da ist es! Das sieht genial aus. 16-07 ist, glaube ich, jetzt nicht so ultra krass und ich will es in einem Pokéball fangen, weil das sieht man ja dann immer, wenn man es verwendet und es rausgeworfen wird, sieht man den Ball. Ich habe schon welche mit 15 irgendwas gesehen, aber ich glaube 16.07 ist jetzt auch nicht das Allerkrasseste. Und bleibt sogar beim ersten Mal drin. Okay, jetzt bin ich gespannt wie der Bogen eines Waldläufers. Auch krass, wie die Bonbons aussehen. Das ist ja mal heftig. Und der Pokédex-Eintrag neben Zacian und Zamazenta. Na gut, dann 17 habe ich, weil 10 gab es auch schon bei der... Spezialforschung jetzt hier. Dann drücken wir mal. Ja, ja. Hätte schlimmer kommen können. Bin ich zufrieden. Bin ich wirklich zufrieden. Ich würde gerne KP und Angriff tauschen, dass ich 13 Angriff und 11 KP habe. Aber ansonsten nehme ich. Und genau. Das haben wir jetzt. Spezialforschung müsste fertig sein. Perfekt. Und jetzt hole ich mir noch einen 100er. Einfach so, weil ich es kann. 905 WP. Quaff, quaff. Ein 100%iges wollte ich mir fürs Video aufheben. So, warum genau 13 oder 14 Angriff? Geht jetzt vielleicht schon ein bisschen zu sehr ins Detail. Aber in Pokémon Go kann man nur in ganzen Zahlen Schaden verursachen. Also entweder 2 Schaden oder 3, aber nicht 2,5. Und wenn man 13 Verteidigung hat, dann macht ein bester Kumpel Dialga einen Schaden weniger. Gegen mich selbst. Und bei 14 macht ein 14 plus bester Kumpel, macht ein Palkia. Da kann man dieses Matchup, diesen Kampf umdrehen. Genau, und ich habe hier ein 100er. Quaff, quaff. Das wollte ich unbedingt, denn das werde ich auch komplett pushen irgendwann. Denn das kann man in der Hyperliga aus Spaß an der Freude verwenden. Genug dazu jetzt mal. Dann habe ich meines Mal gefangen. Hier lohnt es sich definitiv, wenn ich mal weiß, Sonderbonbons und so, kann man da reinstecken, bedenkenlos und pushen. Wenn man es allerdings höher als 2500 pusht, kann man es nie wieder in der Hyperliga verwenden. Das sollte einem bewusst sein, aber es ist
sowieso nützlicher in der Meisterliga. Ein 100er kommt auf Level 40 auf 3833 und auf Level 50 auf 4334 Wettkampfpunkte. Schon ordentlich. Und seid nicht traurig, falls ihr eines mit 10, 10, 10 oder so bekommen habt. Alle sind im Grunde gut, aber manche eben ein bisschen besser. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann mal ein Item, wo man die IV erhöhen kann, neu würfeln kann, was auch immer. Die Spezialforschung, ich will es hier nochmal dazu sagen, unbedingt noch im aktuellen Event einloggen. Bis zum 10. Oktober. Danach wird man diese Spezialforschung nicht bekommen können. Hat man sie einmal bekommen, dann kann man sie irgendwann erledigen. Aber man muss sie erhalten und starten. Wer weiß, wann es nochmal die Gelegenheit darauf gibt. Und jetzt müssen wir noch einige Dinge nachholen. Ganz flott Genesekt mit dem Aqua-Modul. Leider noch nicht in Shiny, wird bestimmt irgendwann in Shiny zurückkehren. Von daher muss man sich da nicht so stressen. Kann man ganz knapp mit einem Mega-Glurak auf Level 50 und Wetterboost hilft dabei Solo schaffen, wenn Genesekt die beiden Käferattacken hat. Wirklich krass, dass das möglich ist, aber eben eher nur mit Mega-Glurak. Ansonsten, ich habe immer die Mega-Entwicklung aktiv. Egal, wer mich einlädt, wir schaffen es zu zweit. Auch wenn ihr Level 20 seid, mit relativ schwachen Pokémon, ich würde es fast mit jedem Moveset Solo schaffen. Zu zweit packen wir das locker. Mega Glurak sei Dank. Hier die anderen Raid-Bosse, die momentan so am Start sind. Noch ein paar Tage lang bis zum 10. Oktober. Mega Gengar aktuell im Mega Raid. Schlurp, vielleicht interessant für PvP-Interessierte, denn das ist in der Superliga mit XL wirklich genial. Die Pokémon in der Wildnis, da versuche ich jetzt noch fleißig Lavita zu fangen, dass ich endlich ein Level 50er Despotar voll bekommen kann. Ein 100er Lavita habe ich sogar bei mir zu Hause noch bekommen. Dann würde ich mir eines mit dem Unlicht-Moveset auf 100% machen, denn mein 100er hat aktuell Katapult. Sehr viele Raupi von denen. Jetzt hatten wir Smetbo, dann wieder Raupi, bin ich fleißig am entwickeln, einfach so auch ohne Event. Bei den Pikachu sind leider manche auch ohne Kostüm. Habe ich sogar schon gesehen, dass da Leute ein Shiny Pikachu ohne Kostüm erhalten haben. Vor allem die in Nestern wohl. Und so aus dem Rauch, beziehungsweise mein heutiger täglicher Spawn, da habe ich auch schon Pikachu ohne Kostüm bekommen. Dann war noch heute der Geburtstag von Niantic. Konnte man sich eine kleine Box im Shop abholen. Zwei ganz normale, reguläre TMs, 50 Bälle und ein Glücksei. Ich befürchte, wenn ich das Video hochlade, ist die Box dann gar nicht mehr verfügbar. Weiß nicht, warum die nur so kurzfristig ist. Und dann gab es noch die Ankündigung zu den World Championships 2022. Da wird Pokémon Go auch ein Teil davon sein. Also wirklich ein großes, kompetitives Event, wo man sich jetzt schon qualifizieren kann und davor auch qualifizieren muss. Und nun ist auch klar, warum Niantic in dem Beitrag zur 9. Season erwähnt hat, dass man sich diesmal besonders anstrengen sollte, um so früh wie möglich im Rang aufzusteigen. Denn man kann sich unter anderem, das wird aber nicht die einzige Möglichkeit sein, einen Platz vormerken, vorab Registrierung, wenn man Legende in der 9. Season erreicht, also Rang 24. Aber wenn diese vorab Registrierung dann vorbei ist, wird es auch noch für andere Ränge Möglichkeiten geben, beziehungsweise hier steht auch was von weiteren Live-Events dran, wie man sich hierfür qualifizieren kann. Und dann kämpft man vor einem riesigen Publikum, um der Allerbeste zu sein, wie keiner vor mir jemals war. Es gibt noch ein paar Dinge zu beachten, und zwar muss man seinen Account mit einem Pokémon Trainer Club Account verbinden. Das wird wohl später auch noch möglich sein, falls das jetzt noch nicht klappt. Teilnahmebedingungen gibt es und weitere Details werden noch angekündigt. Es wird im 1500er Format stattfinden, 1500 WP in der Superliga. Genaue Regeln, schauen wir mal, ob man da irgendwie 6 Pokémon mitbringen kann und sich dann 3 davon aussucht oder ob es blind ist oder wie das ablaufen wird. Genau, aber das mal die Ankündigung, bin ich schon gespannt, was sich Niantic und Pokémon dabei gedacht haben, wie das so ablaufen wird. Hoffentlich dann nicht irgendwelche nervigen Fehlermeldungen genau im Finale. Das wäre relativ peinlich. Aber momentan geht es ja eher drunter und drüber. Na gut, ich bin zufrieden mit meinem Sarut, muss ich sagen. 14 Verteidigung geht definitiv in Ordnung. Bisschen mehr Angriff hätte auch nicht geschadet. Aber meine nächsten Sonderbonbons, die ich bei Genesekt erhalten werde, kommen allesamt da hinein und dann pushe ich das Ding auf Level 40. Bitte bedenken, wenn man es auf Level
40,5, 41 und so weiter dann schon pusht mit XL, kann man es nicht mehr in der klassischen Meisterliga verwenden. Ein zweites wird man so schnell nicht bekommen. Also, das sollte man sich vielleicht gut überlegen. Für die Folge soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.